Das Spiel 1. VfR Potsdam gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Für die einen war es ein Auswärtssieg, für die anderen eine Heimniederlage. Das ist bitter. Der VfR Potsdam verliert auch heute, dieses Mal mit 20:23, den Kampf gegen die Negativspirale. Wir haben bis jetzt noch kein Heimspiel zu Hause verloren. Nur einen Punkt abgegeben. Bis jetzt, glaube ich, auch gute Leistungen gezeigt. Und von daher wollten wir die Serie heute natürlich aufrechterhalten. Dass die Mecklenburger Stiere auf jeden Fall aufsteigen möchten, haben sie gezeigt. Und wenn sie das am Ende schaffen sollten, dann liegt das auch an ihm hier. Kim Kollenreiter in Potsdam entschied er zum Ende hin das Ding so gut wie alleine. Schwerin ist immer ein starker Gegner. Also die haben selbst die Saison ausgesagt, dass sie in die zweite Liga aufsteigen wollen, beziehungsweise ganz oben angreifen wollen. Und ich denke, die haben auch eine gute Mannschaft dafür. Nachdem der Start holprig verlief und die Potsdamer gleich dreimal verfehlten, kamen die Gastgeber dann doch noch einigermaßen gut ins Spiel. Einen 4-Tore-Vorsprung nach knapp 25 Minuten hatten sie unter anderem auch dem hervorragenden Torwart Fabian Pellegrini zu verdanken. Ziemlich zielsicher war auch Potsdams Nummer 7 Christian Schwarz. Wie so oft in dieser Saison verließen die Adler auch in diesem Spiel die Platte zur Halbzeitpause mit einem Tore-Vorsprung. 14:11 für die Gastgeber. Ich denke, wir sind richtig gut reingekommen, haben eine sehr, sehr gute Abwehr gespielt, haben es ihnen echt schwer gemacht, den Ball laufen zu lassen, sind gut in die Zweikämpfe gekommen, haben vorne vielleicht den einen oder anderen Ball zu viel liegen lassen, sonst wäre die Führung vielleicht noch ein Stück höher gewesen. 6 Tore gingen noch auf das Konto der Havelstädter. Mehr sollte es an diesem Spieltag nicht mehr sein. Vermeidbare Ungenauigkeiten schlichen sich in der zweiten Hälfte ein. So auch bei Gabriel Gegerfeld, der in der zweiten Hälfte die Bälle weit über das Tor warf. Nach dem Stand von 20:20 konnten die Gastgeber nicht mehr überzeugen. Doch die Nummer 9, Kim Kollenreiter, machte noch einmal deutlich, wessen Spiel das wird. Die nun insgesamt 4. Niederlage, welche die Adler einstecken müssen. Von Woche zu Woche schauen, natürlich müssen wir jetzt langsam mal Punkte holen. Natürlich schwer auswärts in Finnhorst, ist auch ein guter Gegner. Aber ich denke, wir werden versuchen, uns richtig gut vorzubereiten und dann klappt das hoffentlich. Auswärts geht es dann für die Potsdamer weiter. Sie werden vom TuS Finnhorst erwartet. Wird es dann wieder ein Auswärtssieg, diesmal für die Potsdamer, und eine Heimniederlage für die Hannoveraner? Wir werden sehen. Das Spiel 1. VfR Potsdam gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin wurde Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse.